Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man. Wieder in dem normalen Outfit. Ganz Spider-Man-typisch natürlich. Und ja, wir sind unterwegs. Ins Wasser. Cool. Oder so. Und gehen wir da oben. Da oben hoch. Und gucken mal, was hier abgeht. Jay. Mist. Oh, shit. 15 Minuten zuvor. Ach komm. Ey, immer diese Parts mit ihr spielen, geht mir voll auf den Sack. Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. Standish ist irgendwo da drin. Ich muss an der Wache vorbei. Mal sehen, ob die Köder von Pete funktionieren. Eieieiei. Das Loch im Zaun sieht gut aus. Nur noch die Wache ablenken. Hä? Er kam auf die brillante Idee, Strom an Zäune anzulegen. Was war das? Du siehst mich nicht. Tschüss. Ich sehe nach dem Hausgast. Du bleibst hier. Verstanden? Okay. Hausgast? Muss Standish sein. Er ist hier irgendwo. Alles ein Bild. Was zum... La la la. Lal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 a. So, haben wir schon mal oben. Was ist das? Das ist nice. Die Dämonen töten jeden, der mit dem Teufelsatem zu tun hat. Standish ist in echter Gefahr. Echt? Mein Hab's. Gott, ey. Weiter jetzt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, dass sie es sagt. Standish, ich wusste es. Ich muss zu dem Zelt kommen. Ja, so, absolut. Also absolut gar kein Problem. Können wir hier direkt runter? Jawohl. Standish ist sicher, man. Schadet auch dem Fuß. Oh, Scheiße. Die Presse soll nichts von Michaels oder dem Teufelsatem erfahren. Wird gemacht. Sie ist nervös. Standish muss etwas über Dr. Michaels wissen. Mist, Generator gestört. Das lenkt ihn nicht lange ab. Schnell durch. Überprüfe Sektor. Wie sieht's aus? Ist der Konvoi bereit? Alles bereit. Sobald der Befehl kommt, wird Michaels an den neuen Sektor gebracht. Da kann ich nicht weiter. Ich muss wissen, wohin, sonst ist unsere Chance vertan. So schnell. Die Frage ist immer, wo der lang geht. Geh weg. Geh weg. Fick dich doch. Zentrale, hab was gesehen. Ja. Moment! Fuck, Alter. So dumm. Warum geht der denn nicht weg, der Penner? Mein Gott, aber ich wurde ja eh entdeckt. Spielt uns doch voll in die Karten, Alter. Ich warte jetzt kurz, bis der da weggeht. Aber ich bin ja wieder hier. Ach, Mann. Scheiße. Das lenkt ihn nicht lange ab. So. Husch, 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 husch. So, sind wir da. Der haut ab. Sehr gut. Hier warte ich jetzt, bis er wieder auf die andere Seite geht, weil sonst ist das scheiße. Sie bringen ihn weg. Ich muss wissen, wohin, sonst ist unsere Chance vertan. Jetzt komme ich dann nämlich auch nicht vorbei. Er geht jetzt 100 Pro wieder zurück. Ja, oder auch nicht. Wie schnell. Fahr das Ding hier weg. Das sollte längst woanders sein. Verstanden. Wir sind weg. Der fährt gleich los. Eine gute Deckung. Ich sehe besser nach.
Kacke. Moment! Fuck, Alter. Jetzt, ja gut, jetzt wusste ich auch nicht mehr, wo ich hin soll. Da habe ich mir selbst, glaube ich, das war nicht gut. Fahr das Ding hier weg. Das sollte längst woanders sein. Verstanden, wir sind weg. Guck mal, der steht. Gleich los. Eine gute Deckung. Hä? Okay, der Typ ist weg, Alter. Hier ist niemand. Okay, scheiße, Alter. Mann, der kriegt doch gar nichts mit. Wie komme ich denn da hin jetzt? Hier durch? Nee, das ist doch ein ganz anderes Zelt, Alter. Wie komme ich denn da hin? Wie kriege ich denn den da weg? Hm. Jo, keine Ahnung. Los, los, los. Setze Patrouille fort. Ach so, auf die Seite soll ich. Ja, mein Gott, das muss man mir noch sagen, ey. Geschafft. Woher soll ich das wissen? Ich dachte, ich muss richtig sicke Moves jetzt raushauen, aber nee. Bravo und Charlie sind bereit für die Verlegung von Dr. Michaels. Och Gott. Zwei Einheiten. Er hat die einzige Probe des Teufelsatems bei sich. Ich will keine Pandemie auslösen. Ach, leck mich doch. Weg. Shit. Bleibt wachsam. Ich glaube, wir haben Besuch. Hopp, hopp. Schnell durch. Okay, wir sind sieht schon mal durch. Aus. Sichere Orte. Zack. Foto gemacht, Junge. Ist, weiß Standish an welchem? Da ist Standishes Zelt. Unglaublich, wie Michael den Teufelsatem mit sich herumträgt. Ach du Scheiße. Hoffentlich rächt sich das nicht für ihn. Oder uns. Geh auf Patrouille, erstatte Bericht. Kacke, halt mal. Okay, wir machen das mal aus. Die Frage ist, wer wird denn jetzt davon angelockt? Der da? Das wäre geil. Und tschüss. Und tschüss. Ja, er hat mich da kurz gesehen, aber es macht nichts. Los jetzt. Scheiße, schnell. Und schnell hier hinten durch. Puh. Alter, ich bin nah dran, ne? Na los, na los. Ja, also jetzt chill doch mal. Nein. Sehr gut. First fucking try, Junge. Nice. Charles Standish? So ein Mist! Charles, wo ist Dr. Morgan Michaels? Lee hat sie geschickt. Oder nicht? Nein. Okay. Wenn er mich töten will, dann sagen Sie ihm, er soll es selbst tun. Ich gehöre weder zu den Dämonen, noch zu Sable. Ich bin Reporterin. Und ich will auch Lee aufhalten. So wie Sie. Watson. Ihre Verfasserzeile kenne ich. Sable hört mich nicht an. Sie hat Michaels in der Bowery. Morgen Mittag bringen sie ihn zu einem neuen, sicheren Ort. Aber sie ignoriert Grand Central völlig. Grand Central? Die Dämonen haben es erwähnt, als sie mich festgehalten haben. Sie wollen dort... Was, Charles? Was wollen die Dämonen in Grand Central? Was zum... Charles! Oh! Was zur Hölle? Er gehörte nicht zu Sable. Definitiv keiner von Sable. Nein. Tut mir leid, Charlie. Okay, Zeit nein, zu gehen. Nein, er weiß etwas.
Der ist doch voll auf seinen Arm gefallen. Es ist doch gar nichts passiert. Lutscher, ey, richtiger Lappen. Drücke im Schwing R3, um abzutauchen und schneller zu werden. Je weiter du fährst, desto schneller wirst du. Alles klar, ich werde mir das merken. Dankeschön. Da geht der MJ. Die ist, glaube ich, ein bisschen pisst jetzt, aber ist mir egal. Tja, das war wohl der unangenehmste Schwung meines Lebens. Bam, weißt du? Ach komm, ist doch wohl lächerlich. Wie viel fehlen mir noch? Ach komm schon, Alter. 65, das ist ja wohl. Also, das ist ja wohl die Höhe. Ja? Was? MJ? Nein, ich hab's versaut. Ich wollte Spannung rausnehmen. Spannung rausnehmen? Klar. Du weißt, dass wir uns deswegen getrennt haben? Wolltest du dich nicht auf deine Karriere konzentrieren? Wir haben uns getrennt, weil du mich wie ein Baby behandelt hast. Tu dies nicht, MJ. Tu das nicht, MJ. Das ist zu gefährlich, MJ. Ich hab vielleicht keine Superkräfte, aber ich bin nicht aus Zucker. Du schleichst dich mitten in eine bewaffnete... Weißt du was? Können wir das einfach lassen? Bitte? Hast du was über Dr. Michaels rausgefunden? Schön. Michaels ist irgendwo in der Bowery. Sable bringt ihn morgen Mittag da weg. Klasse. Noch irgendwas? Hat er etwas über Grand Central gesagt, bevor ich gekommen bin? Er hat... Nein, gar nichts. Hör zu, ich muss los, Peter. Abgabefrist. Peter. Daran erkennt man, dass sie noch böse ist. Peter. Gut gemacht, du Superheld. Naja, passiert, ne? Machst du nix. So, gucken wir mal. Wo ist die aufgetaucht? Oh, das ist die letzte, die es hier gibt. Scharfschützenjagd. Nice. Hier habe ich ja alle. Hier fehlen mir... Ach, hier habe ich auch alle. Lol, das ist die letzte Nebenmission, die mir fehlt. Das ist die letzte Nebenmission. Dann habe ich alle Nebenmissionen im Spiel gemacht. Zumindest denke ich das, weiß ich nicht. Okay, cool, 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 cool. Dann scheiß auf die Hauptmission. Wir gehen jetzt erstmal dahin. Machen diese Nebenmission. Damit dann keine mehr da sind. So. Und ich muss immer noch gucken mit den Marken, ey. Die Herausforderungsmarken. Pfuh. Weil ich sag mal, da die letzte Stufe zu erreichen, wird schwierig. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das wird echt schwer. Und da habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. So, boah. Aber gut, wir werden mal gucken. Vielleicht kommt da noch irgendwas dazu. Ich weiß es nicht. Bestimmt. Spider-Man. Haben einen Schützen geschnappt. Der war hinter Osborns Stabschef her. Es gibt garantiert noch weitere Ziele. Der Typ hat eine Karte dabei. Das Gericht war eingekreist. Bin dran. Versuchen Sie, mehr aus unserem Freund rauszubekommen. Das hier ist meine Nummer. Okay, wir sind dabei. Was geht ab? Muss mich beeilen. Das Gericht könnte jede Sekunde angegriffen werden. Das wollen wir natürlich nicht. Alter. Dieser Bildschirm, ne? Manchmal geht er einfach aus. Das ist voll nervig. Wenn der Schütze mich beim Ziel sieht, wird er schießen. Oh, ich muss den Schützen erledigen, bevor er schießen kann. Oh, Gute Nacht. Zack, tschüss. Niemand. Noch einer? Camper. Ja, Camper sind scheiße. Auf dem Telefon des Schützen waren noch mehr Namen und Orte. Soll sich offenbar alles innerhalb von Minuten abspielen. Kein Druck, schicken Sie mir, was Sie haben. Minuten. Mann, Alter, Bildschirm, hör auf mit dem Scheiß jetzt. Muss schnell sein. Drecksficker, ey. Der je für Norman gearbeitet hat, ist jetzt ein mögliches Ziel. So kann man Osborn wohl auch zerstören. Dann will niemand. Voll nervig, dass der ausgeht. Ist er nicht warum? Der Scharfschütze muss hier irgendwo sein. Da ist er. Schlaf schön. Tschüss. Also jetzt ist er nirgendwo mehr, der ist nämlich weg. Minus eins macht zwei. Jo. Mathe 3. Läuft. Gut, wir machen mal weiter hier. Ist ja wohl gelacht, ne? Wenn wir die nicht erwischen würden. Ist ja jetzt nun keine echte Herausforderung für uns. Ich muss mir alle möglichen Nester für Scharfschützen ansehen. Ja, ich hab ihn doch schon gefunden, Mann. Hat dich überrascht, was?
Bleib geschmeidig, Spidey-Bidey. Spidey-Bidey? Ziel ist sicher. Dingsbums, Spider-Man, sei ruhig. Wird schon. Schnell, sonst sterben Menschen. Ja, bleib doch mal geschmeidig, wir haben noch voll viel Zeit, ey. Warum halten sich Attentäter nie an meinen Tagesplan? Nachts. Oder was? Sollen die Dinge nur nachts machen oder wann? Hier bin ich richtig. Wo ist der Attentäter? Oh, scheiße. Okay, er ist weg. Hi. Nee. Uncool, mein Freund, uncool. Alter, der Spider-Bro, er ist einfach awesome. Officer, alle drei Schützen erledigt. Ist jetzt alles gut? Nicht ganz. Unser Schütze sagt, dass seine Jungs Touristen als Geiseln haben. Sie richten alle hin, wenn wir ihn nicht freilassen. Anhand der Funkmasten haben wir eine wahrscheinliche Position. Aber die schießen, wenn sie Cops sehen. Verhandeln Sie mit ihnen. Halten Sie sie hin. Ich nehme ihnen ihre Druckmittel weg. Ja, wir versuchen es. Die hinterlassen keine Zeugen. Wenn ich die Geiseln nicht rette, sind sie tot. Wir versuchen mal, da irgendwas zu reißen jetzt. Ich habe auch von allen wieder was da, ein bisschen, aber leider nicht voll. Das ist schade. Das würde mir jetzt doch durchaus helfen. Aber nun ja, ne? Da machst du halt nichts. Muss man durch. Aber okay, da hinten ist es. Klettern einfach hoch, ist kein Problem. Okay, da sind wir. Wenn Sie mich sehen, töten Sie die Geiseln, bevor ich bei Ihnen bin. Okay. Das wird jetzt interessant. Sind die Geiseln tot, muss sie unbemerkt ausschalten. Ich will kein... Nee, so ein Takedown will ich gar nicht machen, Alter. Ich muss die Takedowns jetzt so machen, weil sonst funktioniert das nicht. Ich meine, die sind alle sicher, aber trotzdem. Oh, hier kann ich einen lauer Takedown machen, alles klar. So, tschüss. Die Sniper sind alle weg? Nice. Da möchte ich gerne rauf. Scheiße. Verkackt. Der war sicher. Dann habe ich eine halbe Sekunde zu lange gewartet und dann war er nicht mehr sicher. Fuck, Alter. Das war Kacke. Wenn man mich sieht, sind die Geiseln tot. Muss sie das war nicht gut. Ausschalten. Okay, der ist safe. Mal Pause. Unsere Forderungen sind einfach. Wir sind alle scheiße. Orange, ha ra ra ra. Tschüss. Überraschung. Da ist noch einer. Okay. Das waren wieder alle Sniper, ne? Okay, warte.
Ich will einmal darüber. Das ist nur einer, shit, ey. Wie viele sind hier noch? 4 Stück nur? Das geht eigentlich, ne? Okay, läuft der hier nochmal rum? Es wäre natürlich ein Träumchen. Der ist sicher. Am Arsch ist der sicher, Alter. Was könnte ich denn noch machen? Ja, davon mehr haben wir, geil. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn ich das benutze. Die sehen mich ja eigentlich nicht, ne? Da theoretisch einen einfach hier hin. Lotsen. So, der ist weg. Very nice. Ja, komm jetzt her hier. So, der ist sicher. Obwohl er das eigentlich locker sehen müsste, der Sack. Ah, die sind ein bisschen dumm, ne? So, zack. Der ist nämlich auch sicher. Haben wir auch einen Lower Takedown. Und ganz ehrlich, den machen wir so weg. Mach ein Schläfchen. So. Nice. Danke nochmal, Spider-Man. Hätte böse enden können. Ohne euch hätte ich nichts davon gewusst. Wir sind ein gutes Team, Officer. Hey, vielleicht bringen sie ja ein paar ihrer Kumpels dazu, mir zu helfen, statt auf mich zu schießen. Das war's. Die letzte Nebenmission. Peter, ich starte gleich den nächsten Test. Wo sind Sie? Tut mir leid. Mein Bus blieb liegen und es gab kein Taxi. Aber ich komme, sobald ich kann. Okay. Was ist dein Problem? Alles klar. Das heißt, wir sollen wieder zu Otto Octavius und der macht irgendwas Neues Krasses. Oh, wir haben einen neuen Anzug. Ne, haben wir nicht. Dachte. Wir haben neue Fertigkeiten. Wir könnten theoretisch ein bisschen was machen. Aber mit 5 Funken, na, auch nicht so viel. Hier bräuchte ich 6, dann könnte ich nämlich das hier komplett machen. Oder 6 und ich könnte das komplett machen. Also ich brauche noch 12 Punkte, beziehungsweise noch 7. Na, müssen wir mal schauen. Jetzt soll ich erstmal hier hingehen. Dr. Octavius, stehe kurz vor einem wichtigen Durchbruch. Fahrt eure Wissenschaftsmotoren hoch, Leute. Okay, 500 EP ist ja heftig. Machen wir in der nächsten Folge von Spider-Man. Ich bedanke mich bei euch. Ja, wir müssen mal gucken, ja, was jetzt alles noch kommt. Und wie wir alles hinkriegen, so, ich weiß es noch nicht. Weil Basismarken zu bekommen, puh, ich weiß nicht genau wie. Vielleicht kommen nochmal neue Basen dazu, ich glaube aber nicht. Herausforderungsmarken wird auch so ein Ding. Hallo? Hi. Mr. Parker, hier spricht Rio Morales. Vielen Dank, dass Sie Miles den Job im Feast-Asyl besorgt haben. Ach, kein Gerne. Ding. Und nennen Sie mich Peter. Mr. Parker ist vermutlich etwas gesetzter als ich. Ich muss sagen, er hat Vorbehalte. Ich habe ihn vor die Wahl gestellt. Das oder mehr Therapie. Er braucht das. Er will kein Opfer sein oder bemitleidet werden. Verstehe. Ich bin auch so. Ich sage es Tante May und bin an seinem ersten Tag auch da. Danke nochmal. Das bedeutet uns beiden viel. Okay. Ach, Peter Parker, Junge, das ist schon, er ist schon ein knuffiger Typ, ne? Aber wie gesagt, in der nächsten Folge gucken wir mal, was Doc Ock macht und drauf hat und überhaupt. Ja. Ich bedanke mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.